In diesem Video behandle ich mit dir lange Pausen versus kurze Pausen. Was ist effektiver für Kraft und was ist effektiver für Hypertrophie? Schon damals, als ich angefangen habe zu trainieren, haben die Leute zu mir gesagt, ich soll zwischen den Sätzen möglichst kurze Pausen machen, wenn ich viel Muskeln aufbauen will. Und ich soll möglichst lange Pausen machen, wenn ich viel Kraft aufbauen will. Ich habe das jahrelang so hingenommen, bis ich dann irgendwann auf eine Studie gestoßen bin, die genau diese Frage behandelt hat. Bei dieser Studie wurden 21 Jugendliche Gewichtheber, also ich unterstreiche hier nochmal Gewichtheber, es waren keine totalen Anfänger, es waren schon erfahrene Leute, in zwei Gruppen unterteilt. Eine Gruppe hat eine Minute Pause zwischen den Sätzen gemacht und die zweite Gruppe hat 3 Minuten Pause zwischen den Sätzen gemacht. Sonst wurde wirklich alles konstant gehalten, sprich sie wurden 8 Wochen lang beobachtet. Sie haben einen Ganzkörperplan gemacht, 7 unterschiedliche Übungen, 3 Sätze, 9 bis 12 Wiederholungen. Vor und nach der Studie wurde bei den Teilnehmern die Maximalkraft für Kniebeugen, Bankdrücken notiert und dann natürlich überprüft. Zudem wurde die Muskelausdauer der Athleten auch aufgenommen. Für die Muskelausdauer haben sie Bankdrücken gemacht und da wurde 50% des maximalen Gewichts, das sie bei Bankdrücken geschafft haben, auch bis zum Muskelversagen wiederholt, also trainiert. Und zudem wurde noch die Muskeldicke bei Quadrizeps, bei Trizeps und bei dem Ellenbogenbeuger aufgenommen mit Ultraschall, also nicht mit DEXA-Scan, sondern mit Ultraschall. Das ist eine sehr, sehr genaue Messmethode. Und das Ergebnis dieser Studie, zum einen ist die Maximalkraft. Die Maximalkraft wurde bei langen Pausen, also bei der Gruppe, die 3 Minuten Pause zwischen den Sätzen gemacht hat, deutlich erhöht, also bei Kniebeugen, Bankdrücken. Bei langen Pausen war außerdem noch der Quadrizepsmuskel signifikant größer geworden und der Trizepsmuskel wurde auch etwas größer, ca. um 6%. Und die Muskelausdauer war bei beiden Gruppen gleich. Also ob sie kurze Pausen gemacht haben oder ob sie lange Pausen gemacht haben, es hat keinen Unterschied gezeigt. Und das Fazit dieser Studie ist, dass längere Pausen zwischen den Sätzen zu einer Steigerung der Muskelkraft und Hypertrophie bei jungen Erwachsenen führt. Wie gesagt, diese Studie wurde bei jungen Erwachsenen, also auch bei Gewichthebern durchgeführt, nicht bei Anfängern und nicht bei alten Menschen. Und ich schätze mal, die meisten die Leute, die dieses Video schauen, sind junge Erwachsene, also im Alter zwischen 16 und 30, wenn ich die Statistik auswerte. Und deshalb ist es für euch gerade interessant. Natürlich könnte man jetzt daraus schlussfolgern, dass noch eine längere Pause zwischen den Sätzen noch mehr Muskelkraft und noch mehr Muskeln bringt. Aber dabei sollte man nicht vergessen, dass während den Pausen dann der Körper erkaltet und es zu Verletzungen führen kann. Ich persönlich stoppe nicht wirklich mit einer Uhr, sondern ich orientiere mich daran, wie mein Körper sich anfühlt. Also ich orientiere mich eher am Puls. Wenn ich jetzt wieder normal atmen kann, dann bin ich wieder bereit für einen neuen Satz Kniebeuge. Aber wenn ich noch wirklich außer Atem bin, dann versuche ich das zu vermeiden, weil das Verletzungsrisiko ist auch noch sehr hoch. Natürlich sollten diese Pausen auch übungsabhängig sein. Sprich, wenn wir jetzt Bizeps trainieren, brauchen wir eine kürzere Pause, als wenn wir Kniebeuge machen. Oder wenn bei einer Übung wie bei Kreuzheben sehr viele Muskeln in einer Übung involviert sind, dann brauchen wir dementsprechend auch eine längere Pause, als wenn wir einen Muskel isoliert trainieren. Und natürlich sind auch Pausen personenabhängig. Und ich schätze, die meisten von euch wollen jetzt irgendwelche Anhaltswerte haben, wie sie ihre Pausenzeit gestalten wollen. Und ich würde Folgendes vorschlagen, beziehungsweise habe ich das aus einer wissenschaftlichen Arbeit entnommen. Wenn man auf reine Kraft trainiert, dann sollten Pausen mehr als 5 Minuten betragen. Trainiert man auf Hypertrophie, dann sollten Pausen 2 bis 3 Minuten betragen. Und wenn man dann doch auf Kraftausdauer trainiert, dann reichen meistens 30 bis 90 Sekunden Pause. Das war's. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen und ihr wisst jetzt, wie ihr eure Pausen gestalten könnt. Für mich geht es jetzt ins Fitnessstudio. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren, um keine Inhalte mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.